Ja, mein Name ist Jürgen Münch und ich bin hier Professor für Software Systems Engineering und ich bin seit 1. September am Hollerith-Zentrum hier in Böblingen. Und vorher war ich 4 Jahre im Ausland an der Universität Helsinki als Professor. Der eine oder andere mag das kennen, vielleicht durch die Entwicklung von Linux, das jetzt Android zugrunde liegt. Davor war ich bei einer großen Forschungsorganisation für angewandte Forschung und habe in dem Kontext zum Beispiel ein Forschungslabor bei Daimler geleitet. Im Wesentlichen geht es um drei Themenbereiche. Zum einen um die innovative Software- und Produktentwicklung, zum anderen um Agile Engineering und zum dritten um sogenannte Software Analytics. Bei dem innovativen Software- und Produktmanagement stellt sich die Frage, wie kann ich eigentlich softwarebasierte Produkte entwickeln, die auch von Kunden tatsächlich gewollt werden, gemocht werden und erfolgreich sind. Bei heutigen Systemen werden ca. 60% der Features nicht oder nur sehr selten benutzt. Und auch viele Ideen, die auf den ersten Blick cool klingen, scheitern letztlich oder liefern sogar negativen Wert. Und warum ist das so? Nun, zum einen arbeitet man heute in sehr dynamischen Umgebungen und in diesen Umgebungen kann man das wirtschaftliche und technische Umfeld nicht mehr so vorhersagen. Das heißt, man weiß nicht im Vornhinein, wie Ursache und Wirkung ist, sondern muss das auf andere Art und Weise bestimmen. Und da gibt es moderne Verfahren, wie man das machen kann. Und mit solchen Verfahren beschäftigen wir uns hier. Insbesondere geht es darum, dass man sozusagen von einer Idee, von einer Vision ausgeht, einen Plan A macht und dann versucht, den möglichst schnell und iterativ zu einem Plan B zu transformieren, der dann erfolgreich ist und das bei begrenzten Ressourcen. Also das ist die große Herausforderung da bei dieser innovativen Produktentwicklung. Mein Ansatz dafür ist so kontinuierliches Experimentieren, das heißt, man bricht eine Produktidee hinunter in testbare Annahmen und testet die dann Schritt für Schritt, die riskantesten Annahmen zuerst und iteriert dann sozusagen seine Strategie oder optimiert das Produkt, bis man zum Produkt kommt, das dann tatsächlich auch erfolgreich wird. Und die Forschungsfragen hier in dem Bereich sind dann zum einen, wie komme ich zu diesen Annahmen, wie priorisiere ich sie, dann aber auch, wie setze ich richtige Experimente auf. Und das Schwierigste aus meiner Erfahrung ist dann auch, wie ändere ich den Mindset in Organisationen, sodass so ein kontinuierliches Experimentieren unterstützt wird. Der zweite Bereich, so Agile Engineering, da geht es darum, wie kann man in regulierten Branchen, also wie beispielsweise im Automobilbereich oder in der Medizinbranche, wie kann man in solchen Branchen auch mehr agil werden, schneller, ich sag mal, innovative Features in die Produkte hineinbringen, um möglicherweise auch, ich sag mal, neue Geschäftsmodelle oder verbesserte Geschäftsmodelle zu erzielen. Die Herausforderung in so regulierten Umgebungen ist vor allem, dass man es da oftmals mit Sicherheit und Absicherung und solchen Aspekten zu tun hat und nicht beliebig im Prinzip die Produkte verändern kann. Aber es gibt halt hier auch Ansätze, wie man sowas zum Teil lösen kann. Beispielsweise kann man untersuchen, welche agilen Ansätze, wie beispielsweise Scrum oder Kanban oder Customer Development in so traditionelle Vorgehensweisen integriert werden. Und solche Fragestellungen gehen wir in dem Bereich Agile Engineering nach. Es heißt ja, Daten sind sozusagen das Gold des Informationszeitalters oder der Schatz des Informationszeitalters, aber die Schwierigkeit ist halt, wie hebe ich diesen Schatz? Ja? Da sind die Firmen vielfach überfordert, das wissen sie nicht. Sie haben zwar viele Daten, aber wie kann man das gezielt nutzen? Das ist halt äußerst schwierig. Ja? Und das ist auch keine reine Werkzeugfrage, sondern da muss man sich vorher erstmal überlegen, was möchte man eigentlich lernen, bevor man analysiert. Und wie man das macht, damit beschäftigen wir uns dann in Software Analytics. Da geht es halt darum, wie definiere ich, welche Metriken ich brauche, wie kann ich dann die Daten erfassen, geeignet analysieren und interpretieren, um dann auch tatsächlich meinen Informationsbedarf zu befriedigen. Also wie nutze ich Daten gescheit? Also für das Jahr 2016 haben wir insbesondere jetzt hier sagen wir, öffentlich geförderte Forschungsprojekte, aber auch Industrieprojekte geplant. Ich bin integriert in ein großes internationales Forschungsprojekt, das heißt Need for Speed. Das ist ein
sehr großes Projekt mit renommierten Forschungspartnern und auch einer Vielzahl von Firmen, die schon so die digitale Transformation hinter sich haben, beziehungsweise da gerade drin sind. Und da geht es im Wesentlichen um drei Bereiche. Ein Bereich heißt Real-Time Value Delivery, also wie kann ich permanent Funktionen zum Kunden ausliefern und dann auch, ich sag mal, Feedback bekommen über die Nutzung. Und heutzutage sind die Techniken so, dass man diese Feedback-Mechanismen im Prinzip auch ausnutzen sollte, um neue Produkte zu generieren. Der zweite Bereich in diesem Programm ist dann Deep Customer Insight, also wie kann ich auch tatsächlich beobachten, was der Kunde macht. Heutzutage ist es oftmals so, dass man den Kunden eigentlich nicht fragen kann, was er denn gerne möchte, da ja viele softwarebasierte Produkte neu sind und man nicht genau weiß, also was jetzt sozusagen der Kunde will. Und das heißt, man muss andere Möglichkeiten finden, zum Beispiel Nutzdaten analysieren. Da geht es in dem zweiten Bereich drum. Und der dritte Bereich, das sogenannte Mercury Business, also wie kann ich so neuartige Methoden, datenbasierte Entscheidungen und sowas nutzen, um neue Geschäftsfelder zu entdecken. Darüber hinaus plane ich hier mit Firmen Kooperationen weiterzuführen. Also ich mache beispielsweise ein Projekt im Moment mit Daimler. Da geht es auch um das Agile Engineering. Und auch mit anderen Firmen plane ich im Prinzip ähnliche Projekte in den besprochenen Bereichen weiterzuführen. Im Bereich Data Analytics haben wir jetzt gerade ein Forschungsvorhaben, einen Antrag für ein Forschungsvorhaben eingereicht. Da geht es darum, wie kann ich Big Data Mechanismen nutzen für die Produktentwicklung. Das ist jetzt ein größeres Vorhaben, zum Beispiel zusammen mit der Deutschen Bahn, wo ja sehr viele Daten anfallen und die Frage ist, wie kann man das nutzen, um Produkte faktenbasiert weiterzuentwickeln und auch neue Produkte und Dienstleistungen so zu entwickeln, dass Kunden da einen Wert drin sehen.